So, einen Fans brauchen wir. No offense, no offense. Sechs Sticks. Nehmen wir gleich die. Wir werden sie ja sowieso brauchen. Sehr schön. Das gefällt mir. Dann haben wir das auch. Dann Dirt will ich nicht. Nein, ich möchte die Garden Soil. Danke. Davon haben wir jetzt eh zu viel. Soja wächst wie Unkraut. Dann brauchen wir die Seeds. Gut, zwei fehlen uns noch, macht aber auch nichts. Wie viel Soja-Seeds habe ich? Sechs. Das Soja können wir gleich noch mitnehmen. Ich sage ja, Soja wächst wie Unkraut. Ach, wegen dem Weg. Na gut, dass wir so viel Erde haben. Kann ja nicht schaden. Dann, wenn wir gerade hier sind. Nehmen wir gleich noch ein wenig Holz mit. Ernsthaft? Tatsächlich. Hallo, Huhn. Den nehmen wir auch gleich mit. Warum habt ihr das überlebt? Das weiß keiner. Ja. Schafft uns wieder ein bisschen Licht auf der Lichtung und ein wenig Holz im Lager. Ist mir soweit ganz gut. So, dann wollen wir mal schauen. Wenigstens zwei Brote. Die lassen wir gleich mal durchrödeln. Na, komm schon. Dann haben wir hier in der Futterkiste gleich noch ein bisschen was drinnen. Habe ich. Ja, passt. Den restlichen Krimskrams. Ich hatte doch noch. Okay, Resin, das tun wir auch mal da rein. Jo. Knochen weg. Pfeile geht nicht mehr. Okay. Langsam, aber sicher müssen wir uns Gedanken über ein Lagersystem machen. Firm Tofu Käse. So. Toast und Tofu. Vielleicht sollte ich
zwei Tofu reinlegen, dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Dann diesen hier und zumindest einen können wir noch pimpen. So. Passt. Es ist Nacht. Wir leeren hier noch schnell aus und hauen uns aufs Ohr. Ja, langsam wird es so, wie ich mir das vorstelle. Langsam, aber ganz, ganz langsam. Gut. Wie gesagt, langsam müssen wir uns Gedanken über ein Lagersystem machen. Die Sache hier würde ich gerne auch noch ein bisschen verbessern. So. Den einen warten wir jetzt noch ab. Sehr schön. Gut. Dann pfeifen wir uns mal den Cheeseburger ein. So, sieht gleich wieder besser aus mit Hunger. Und dann. So. Gut, der Raum ist schon mal nicht hoch genug. Ganz schlecht. Jetzt muss ich mal das Gelände ein wenig erkunden. Ja, ich weiß. Großer Bär, ich nehme mal sicher. Oh, ein Pilz. Den nehmen wir mit. Eine Birne, aber die ist nicht reif. Habe ich den? Ja, perfekt. Hallo Mieze. Tu mir nix, ich tu dir auch nix. Mich beschleicht das Gefühl, dass wir hier nur einen temporären Wohnsitz haben werden. Es mag sein, dass ich mich täusche, aber irgendwie gefällt mir hier die Lage noch nicht ganz so. Obwohl ich mir eigentlich das Ganze doch recht gut angeschaut habe. Wie geht's mit meinen Pilzen? Es wächst. Sehr schön. Hier noch nicht ganz. 0%, 0%. Aber die wachsen. Das heißt für mich, ja, passt. Eigentlich reicht hier Erde auch. Hauptsache es ist dunkel. So. Die Frage ist jetzt, die Frage aller Fragen. Mir gefällt es hier von der Aussicht ganz gut, aber so wie ich mein Bützlein im Kopf habe, lässt sich das hier nicht realisieren. Aus Mangel am Spaß, am Platz. ja. Machen wir mal einen kleinen Ausflug in die Botanik. Und zwar, ich habe doch einen Kompass, sage ich doch. Das sind die Rubberbäume, die große Schlucht, die endlosen Höhen, der Wasserfall ins Nichts. Vielleicht sollten wir einfach mal ein Stück Richtung Osten gucken, was es da so gibt. Wir nehmen den Weg an unserem Garten vorbei. Zu futtern haben wir ja noch was mit. Das heißt, wir müssen uns nicht unbedingt ganz dramatisch beeilen mit der Heimkehr. Hier sind relativ viele Wildkatzen.
Ziegen, Enten, Schweine. Abgesehen davon sieht das Haus furchtbar aus. Mr. Blackie. So. Okay. Hier sind jede Menge Beerenbüsche. Butterfly. Gut, soweit waren wir auch schon mal. Abgesehen davon gefällt mir hier der Untergrund nicht so wirklich. Spruce. Oh, nice. Very nice. Aber hier wird es nicht besser. Biomtechnisch. Lasst uns mal sehen, dass wir hier etwas oben bleiben. Ja. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Ein Maulwurf. Au. Wow. Entschuldigung, war das knapp? Ja, ganz deiner Meinung. Liebes Getier. Ey. Der umschleicht mich. Jede Menge Maulwürfe hier. Au, 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 au. Donner. Au. Den. Was habe ich da gerade eingesammelt? Wolle? Ja. Entweder hat sich ein Schaf rasiert oder es ist an den Dornen zugrunde gegangen. Die lustigen Grafikfehler unter den Blättern, an das habe ich mich schon gewöhnt. So, hier markieren wir uns mal. Hier haben wir ein. Na, na, danke. Was nehmen wir da als Marker? Nehmen wir den. Und zwar haben wir hier einen Great Wood. Die Dinger sind nämlich als Holzlieferanten einfach unschlagbar. Ein Au. Ein so ein Baum gibt mehr als zwei Stacks Holz. Ich glaube, das Maximum, das ich mal mit einem Great Wood hatte, waren irgendwie so vier Stacks. Ja, über drei Stacks auf jeden Fall. Mir gefällt es jetzt grundsätzlich da oben besser. Da ist ein Bär eingesperrt im Baum. Miau, Katze. Katzen. Da gab es bei uns in Österreich mal eine Werbung. Katzen. Miau, miau, miau. Mal einen Blick in die Höhle werfen. Ob sich das bezahlt macht hier? Nee, diese Richtung mal nicht. Ich meine, es gibt Kohle und zwar jede Menge davon. Aber ansonsten nichts Interessantes. Wie sieht es da runter aus? Hallo, miete Katze. Sand, Sand, Sand. Geht's hier runter oder? Spawner. Definitiv. Mann, bringe mir den Atlas. Ein Monster Spawner. Ich grab jetzt gar nicht weiter. Das ist fix. Ja, Kitty? Ich hab nix für dich. Oder? Nee. Tut leid, kein Tofu dabei. Aus Tofu kann man nämlich. Ja. Kann man nämlich rohen Fisch machen und mit rohen Fisch kann man Miezen tamen. Wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Ach so, das war nur mein Schatten. Langsam wird's dunkel.
Kürbisse, Beeren. Ich habe eine Wolle und weit und breit. Na! Doch. Schafe, Schafe, Schafe. Lass dich. Das hat auch schon mal besser funktioniert. Kann ich eine Holzschere machen? Ja, sehr schön. Ich brauche noch ein bisschen Wolle. Schnickschnack. Danke. Und ich habe Metall. Drei davon, drei davon. Bett ist fertig. Und gute Nacht. Mitten im Freien. Wahrscheinlich, wenn ich aufkomme. Danke, meine Schäflein. Den Lautstärkepegel hier kann auf die Dauer kein Mensch aushalten, aber... Ups. Runtergeplumpst. Ach, hübsch. Das geht nicht anders. Das muss ich mir als Screenshot behalten. So. Ach. Wirklich? Village. Gucken wir mal rüber. Hier geht's wieder in die Höhle. Man sollte hier tunlichst aufpassen, wo man hintritt. Kühe. Wasser, Schafe, Bäume, große Bäume. Höhlen. Ernsthaft, kein Wildschwein attackiert mich. Ich bin gerade endlos begeistert. Oh. Warte mal. Diamond Ho für 7 Emeralds. Dir auch alles Gute. Da haben wir nix. Da haben wir. Na, 4 Eisen. Lassen wir einstweilen mal hier. Lava. Kann man immer brauchen. Ha. Ja. Genau. 16 Paprika für ein Emerald. 10 Gravel und ein Emerald. Nee. Tür. Tür? Was? Ah. Ja, nur ist klar. Hey Meister! Ha? Ha? Okay, ich will. Davon weg. Ich will mich aber nicht zu lange hier im Dorf aufhalten. Es ist da, ich weiß, wo es ist, das reicht mir dann auch schon. Hungertechnisch haben wir noch Zeit. Zeittechnisch haben wir auch noch Zeit. Bist du ein Babypferd? Hallo Babypferd! Hm.
Ha. Okay, bin schon still. Sorry. Ja, mir gefällt die Gegend hier recht gut. Das gebe ich ja unumwunden zu.